Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du dort was wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht es weiter mit der 5M-Reihe. Und heute geht es um, den Blip-Namen fixen, würde ich mal so sagen. Und ja, im letzten Video haben wir das ja so besprochen, dass ich das heute dann zeige, also in diesem Video halt zeige. Ich habe mir davon auf jeden Fall einen Screenshot gemacht, also falls ihr keine drei Monitore habt, dann solltet ihr das auf jeden Fall machen. Ich habe es jetzt für euch gemacht, denn ich kann mir das Ganze auch auf dem zweiten oder dritten Monitor dann öffnen. Also ist das egal. So, wir brauchen auf jeden Fall hier diesen Schnipsel und wir brauchen natürlich unseren Script und somit gehen wir jetzt hier in diesen Ordner und gehen einfach hier rein und öffnen einfach mal die Übersetzung und hier fehlen nur diese zwei Sachen und die sind eigentlich ziemlich simpel zu lösen, denn wir müssen einfach nur hier die Zeilen kopieren. Einmal nehmen wir einfach mal hier, zack. So. Und hier muss natürlich so das drinstehen, was dort auch vorhanden ist. Einmal so. Und hier unten das gleiche. Unterstrich. Wieder Unterstrich. Genau, so. Und ja, wie wir das ändern, halt können wir jetzt im Spiel halt sehen eigentlich dann. Wir schreiben einfach mal und Point 2. So. Ja, und dann hat sich das Ganze hier schon erledigt. Hier einfach dann nochmal auf Speichern. Und jetzt müssen wir halt die Datei halt nochmal auf den Server packen und dann sollten die Blips auch einen Namen haben. Das heißt, zack, das rüber hier. So, suchen wir das Script einmal. So, überprüfen nochmal und es ist auch drinne. Das stimmt gar nicht. Wir müssen einmal das FTP-Programm neu starten. So. Und ja, das Komische ist, es wird halt nicht immer aktuell angezeigt, somit müsst ihr das einmal neu starten. So, zack. Wird immer noch nicht angezeigt. Warum auch immer. Ah, doch, jetzt. Doch, jetzt. Okay, gut. Und jetzt müssen wir einfach nur noch mal den Server neu starten und somit werden wir das jetzt testen, ob es auch funktioniert hat. Ja, gleich ist es soweit. So.
Ja, genau, ich habe die ja ausgemacht. So. Und wie wir sehen, Point 1 grün und das andere auch in grün. Hat funktioniert. Also ihr müsst halt dann hier hinschreiben, Bitcoin minen, farmen, wie auch immer ihr das nennen wollt, und beim zweiten halt Verarbeiter und Verkauf oder sowas, keine Ahnung. Könnt ihr euch ja halt selbst überlegen. Ja. Und somit haben wir das Ganze auch gefixt. Und ja, wenn euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao, ciao.